So, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wie gesagt, ich überlege jetzt, wie ich hier diese Straße überarbeite. Am besten nehme ich gleich hier sowas. Auch überlegt, ob es Sinn machen würde, eine Einbahnstraße draus zu machen. Aber das würde den Müllwagen ja auch nicht so viel mehr bringen, die mittlerweile auch einfach die Strecke hier fahren können. Ich überlege gerade, ob die Straße überhaupt noch sinnvoll ist. Ich bräuchte auch noch hier vielleicht einen Übergang, der hier hinführt, damit die Leute, die von hier kommen, auch direkt hier rüberkommen. Ich glaube, ich müsste hier dieses Gebiet vielleicht mal erweitern. Dafür. Ja doch, aber als erstes mache ich hier die Straße. Ja, Gott. Stimmt, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, was ich schon mal vor einer Weile angesprochen hatte, glaube ich. Und zwar kann ich die Sachen nicht verschieben. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie natürlich vollgeladen sind. Das heißt, dich lade ich erstmal aus. Die kann ich umsetzen, ist kein Problem. Ah, ich habe eine bessere Idee. Bevor ich dich hier umsetze, mache ich das anders. Und zwar. Jetzt sollten die Müllwagen ja wieder nur diese Strecke benutzen. Und hier haben wir jetzt eine große Straße. Die ich hier so ransetze und hier und hier und hier und hier eine Verbindung bekommen. So, dann habe ich auf jeden Fall schon mal zwei Übergänge hier. Und dann bräuchte ich noch einen dritten, mindestens einen dritten, hier unten. Natürlich die Frage, wie. Ja, du bist doch hier ein Forstwirtschaftsgebiet, wa? Aber viel mit Forstwirtschaft hast du eigentlich gar nicht mehr zu tun, wa?
Dich reiße ich jetzt erstmal hier ab. Dich brauche ich erstmal nicht. So, was haben wir denn jetzt hier zu stehen eigentlich noch? Ein paar. Ich glaube nämlich, hier möchte ich noch ein Wohngebiet hinsetzen. Hier ist nämlich noch sehr viel Platz. Oh, was habe ich getan? Okay. Wieso habt ihr jetzt keinen Strom mehr? Habe ich irgendwas Wichtiges gecuttet? Wenn das ist verbunden. Okay, dass du keinen Strom hast, ist klar. Ich frage mich gerade, warum ich gerade an der Kapazität bin. Ich war vorher nicht an der Kapazität, oder? Oder ob ich irgendwas abgetrennt habe. Das ist verbunden. Du bist nicht mit Wasser versorgt. Deswegen erzeugst du vielleicht keinen Strom. Genau, die wollte ich auch noch umsetzen. Die setze ich nämlich. Was ist die Stadtgrenze hier? Könnte die hier hinsetzen. Ach ja, ich liebe diese Umbaumaßnahmen. Und die letzte Pumpe setze ich dahin. So, Wasser. Strom, ja. Okay, dann war es tatsächlich das Stromproblem, dass das Solarkraftwerk nicht mehr mit Wasser versorgt wurde. Für die Kühlung wahrscheinlich. Die habt Abwasser.
Gut. Das ist so lassen. Wo war ich? Ach ja, ich will die Straße weiterbauen. Mann, man muss sich immer so ablenken lassen. Ich wollte die Straße, genau. Die lasse ich jetzt erstmal hier durchführen. Warte, wieso habt ihr jetzt schon wieder kein Wasser? Hä? Hä? Okay. So, dann können Sie hier auch lang fahren. Da haben wir schon mal drei Verbindungen hier rüber. Ich habe Angst, dass wenn ich den Staudamm hier ran verbinde, dass sie halt wirklich von dem Industriegebiet hier rüber fahren. Über diese kleine Straße. Könnte vielleicht sogar auch eine Brücke hier rüber bauen. Mal gucken, wie es sich so mit dem Verkehr jetzt so regelt. Oh, die Stimme. So, ein paar Parkplätze, ganz wichtig, vor allem. Man sollte hier vielleicht noch Warnschilder aufstellen, dass sie die Handbremse benutzen sollten beim Parken. Obwohl das ja eher ein Skatepark ist. Kann man bestimmt gut mit dem Skateboard oder so lang fahren. Ja, passt schon. Die werden schon keine Probleme damit haben. Und wenn doch, sollen sie sich beschweren. Was sagt denn unser Fußballstadion? Fußball, Ballsport, was auch immer Stadion. Besucher letzte Woche 134, Touristen 51. Läuft. Ja, es sieht nach Fußball aus. Aber vielleicht ist es ja so eins dieser modernen Stadien, die die Rasenfläche runterfahren können und dann kommt eine neue Fläche raus und dann kommt da vielleicht mal ein Basketballplatz oder ein Footballplatz oder nee, Baseball nicht, Baseball sowas spielt niemand. Was kann man eigentlich hier machen? Routen.
das ist sehr praktisch. Das kannte ich noch gar nicht, die Funktion. Kann man tatsächlich sehen, wie die Routen zu dem Gebäude sind. Hier sind überall Fußgängerwege, so kommen sie zum Stadion. Das sind was? Privatfahrzeuge, also Autos. Nahverkehrsmittel, LKW, städtische Dienstleistungen. Nahverkehrsmittel müssten wir hier noch dran verbinden. Ist ja ganz praktisch, sowas. Sieht das hier aus? Ähnliche Prinzip. Und sie benutzen sogar die Fußgängerwege dahin. Nice. Okay. Das ist gut zu wissen, das heißt. Oh, fährt denn hier die U-Bahn hier lang? Ne, das ist die. Da hinten ist das Stadion. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall. Hier eine Bushaltestelle. Diese soll. Hier lang führen. Hier lang führen. Oh, hier eine Station, hier ist eine. Würde ich sagen, hier. Können Sie hier umsteigen? Direkt an der U-Bahn und an einer Bushaltestelle. Und dann würde ich sagen, hier auf jeden Fall noch eine hin, damit die U-Bahn auch damit verbunden ist. Und sowohl Hafen als auch U-Bahn sie hiermit verbinden. Und soll dann eigentlich straight wieder hier zurückführen. Die. Press. So. Sag mir mal, was deine Lieblingsfarbe ist, dann ändere ich die Farbe da noch. Obwohl hier mache ich noch mal industrielle Gewerbegebiete hin. Auf so einem Tourismushafen ganz wichtig. Ich muss mir erst mal. Was ist das hier eigentlich? Basketballplatz. Also Basketballplatz, den könnte man doch hier mit reinsetzen.
Hier hin? Und so ein... Ah nein, jetzt habe ich da. Egal. Was habe ich da jetzt hingesetzt? Basketballplatz, alles klar. Nee, ich wollte noch einen Platz mit Picknicktischen, so groß und dieses so groß, okay. So, ich hoffe, ihr freut euch über Parkplätze. Sieht so aus. Die Farben verändern sich. Wo habt ihr Wasserprobleme? Wo? Hier oben. Was heißt denn Rohrprobleme? Heißt das, dass die Reichweite nicht mehr so hoch ist? Von den Pumpen? Kann das sein? Oder liegt das wirklich an Rohren? So, jetzt habe ich mir natürlich den Tooltip nicht durchgelesen. Weil im Endeffekt führt ja jetzt auch nur eine einzige Rohrleitung hier rüber. Vielleicht hat es damit was zu tun. Wasserrohre leiten Frischwasser, ups, in die Stadt und Abwasser wieder hinaus. Wasserrohre müssen mit einer Wasserpumpenstation verbunden sein und dürfen keine Kreisläufe bilden. Wenn man genau guckt. Gerade zwischendurch wieder braun geworden. Das sollten wir auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Nee, das sollten wir auf jeden Fall mal beobachten, ob das... Jetzt scheint es erstmal wieder zu funktionieren. Ich habe auch nur zwei Verbindungen von hier, wa? Sehe ich gerade. Vielleicht einfach mal den Druck der Rohre ein bisschen verringern. Ja. Es scheint so, als würde das Wasser nicht bis da hinten mehr ankommen. Es ist einfach die Reichweite zu hoch ist. Stimmt, die Idee hatte ich eh schon mal. Auch hier. Einfach mal so mitten in den Wald Wasserturm zu setzen. Die
sieht doch geil aus. Und ich muss mir endlich mal eine Mod holen, damit ich nicht jeden Baum einzeln setzen muss. Aber gut, so einen Wald anzupflanzen dauert ja auch ein bisschen. Das geht ja auch nicht über Nacht. Obwohl, so wie es aussieht, scheint es hier über Nacht zu gehen. Im wahrsten Sinne. So, Einrichtung leer. Sehr gut. Stimmt, hier war doch auch noch irgendwas mit einer vollen Einrichtung. 51%. Oh, 3 Millionen haben wir schon. Boah, da können wir ja wirklich irgendwann mal ein Großprojekt starten. Das Problem ist, momentan haben wir nicht den Platz dafür. Wir bräuchten mehr Quadrate. Dafür brauchen wir noch ein paar neue Einwohner. Aber ich würde sagen, die generieren wir erst in der nächsten Folge. Ah, das stört mich. Das stört mich hier noch ein bisschen. Einfach im Auge. Damit beende ich jetzt diese Folge. Bis morgen. Tschüss.